Wirkungsorientierung ist für die Diakonie selbstverständlich. Unsere Dienste und Einrichtungen, die Träger und Unternehmen setzen sich dafür ein, dass die Lebenssituation und die Lebensumstände von Menschen sich nachhaltig verbessern. Und es ist ihnen ein Anliegen, dass die Gesellschaft sozial und menschenwürdig bleibt. Und in dem Sinne gehört Wirkungsorientierung zur DNA der Diakonie. Wir wollen etwas verändern. Wir wollen für die Menschen etwas verändern. Und wenn wir wirklich etwas verändern wollen, dann müssen wir wissen, ob das, was wir tun, diese Veränderung auch tatsächlich bewirkt. Wir müssen sehen, ob diese Veränderung tatsächlich wirksam da ist. Deswegen brauchen wir diese Wirkorientierung. Die Arbeit der Diakonie hat eine hohe Qualität und daran arbeiten wir auch jeden Tag. Wir haben für viele Arbeitsbereiche Diakoniesiegel entwickelt und wir lernen jeden Tag dazu. Die große Herausforderung besteht darin, der Öffentlichkeit und der Politik deutlich zu machen, warum wir so eine positive Selbsteinschätzung über unsere Arbeit haben. Aber wir müssen nachdenken, welche Begriffe wir verwenden. Wirkungserfassung und Wirkungsanalyse sind da sehr geeignet. Bei Wirkungsmessung sehe ich große Schwierigkeiten. Das vermittelt den Eindruck, als wenn man Wirkung mit einer Messlatte messen könnte. Das ist ein Begriff, der sehr technokratisch ist. Und wie passt das zum Beispiel zur Arbeit eines Hospizes? Es gibt sehr gute Indikatoren, um Wirkung zu messen. Und die müssen sich natürlich beziehen auf die eigentlichen Themen, auf die Probleme, auf genau die Veränderungen, die man bei den Menschen erzielen will. Sie müssen sich also auf das Hilfefeld, auf die Menschen, auf die Praxis beziehen und in dem Sinne sinnvoll sein und nicht irgendwelche betriebswirtschaftlichen Kennziffern, die mit der eigentlichen Frage überhaupt gar nichts zu tun haben. Kritisch wird es, wenn die Mittelvergabe von einem bestimmten System der Wirkungsmessung abhängig gemacht wird. Und da müssen wir aufpassen, da müssen wir uns auch in die Politik einmischen und einbringen. Was wir wollen und was wir brauchen, sind Wirkungserfassungssysteme, die auf unsere Träger und Einrichtungen und Dienste passen. Selbstverständlich gibt es Kosten für so etwas. Beratungskosten, Projektkosten, Implementierungskosten, was weiß ich. Das muss man auch alles realistisch dazu rechnen und das darf man auf keinen Fall vergessen. Aber es gibt auch Nutzen. Und beim Nutzen sehe ich vor allen Dingen und an erster Stelle mal den primären Nutzen für die Arbeit. Die Arbeit wird durch diese Wirkorientierungsbetrachtung völlig anders, deutlich besser. Das ist der entscheidende Punkt. Dass es daneben noch andere Nutzen, Sekundärnutzen gibt, Legitimation, Darstellung, Transparenz, Steuerung und dergleichen, das ist auch schön, nehmen wir auch gerne mit. Auf den Punkt gebracht. Wirkungsorientierung ist in der Diakonie die Orientierung am Nächsten, eine gelebte Nächstenorientierung. Und in diesem Sinne wollen wir gerne nachhaltige Wirkung erzielen.